Vorbei die Zeiten, in denen Videospieler allein im dunklen Zimmer am PC gehockt haben. Mittlerweile nutzen nämlich breite Teile der Bevölkerung die vielfältigen Games in der Freizeit, sei es zu Hause oder auch unterwegs am Handy. Aber welche Bedeutung hat die Branche eigentlich mittlerweile? Woher kommen die Gewinne? Und wie könnt ihr vom Erfolg dieser Unternehmen für euer Depot profitieren? Das alles klären wir in meinem heutigen Podcast. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Und bei mir begrüße ich einen echten Kenner der Szene. Es ist Felix Falk, er ist Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche. Und dann sage ich, hallo Felix, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo, grüß dich. Ja, und mein Name ist Falko Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Felix, erzähl uns zum Einstieg doch erstmal ein bisschen was von dir und auch deinem Arbeitgeber. Was machst du dort und wofür steht euer Verband? Du hast schon gesagt, ich bin vom GAME, das ist der Verband der deutschen Gamesbranche und da bin ich Geschäftsführer. Wir sitzen in Berlin, wir vertreten nahezu 500 Mitglieder und das ist so ein bisschen das Who is Who der Gamesbranche in Deutschland. Also in der ganzen Breite, wir haben ganz große internationale Unternehmen dabei, also Microsoft, Sony, EA, Nintendo, aber auch ein Google, das sind so die ganz großen und dann aber auch bis runter zu den kleinen Entwicklerinnen und Entwicklern, die dann zu zweit, zu dritt, zu viert irgendwo in Ludwigsburg oder in Bochum Computerspiele entwickeln. Und dann kommen noch dazu so Service-Dienstleister, Hochschulen, wo man Ausbildungen zu Games finden kann oder auch E-Sport-Veranstalter. Also eine ganze Breite des Ökosystems, was wir in Deutschland so im Gaming-Bereich haben. Und das ist der Game-Verband. Ja, manche haben ja beim Thema Videospiele vielleicht immer noch so den meist, ich sag mal, männlichen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen vor Augen, der, ich sag mal, einsam in seinem Zimmer am PC oder der Konsole Ballerspiele zockt. Sorry, wenn ich das mal so krass formulieren darf, aber eure Branche und die Spieler, die haben sich ja echt in den letzten Jahren kräftig gewandelt. Wie sieht denn heute so der durchschnittliche Gamer aus? Also da sagen viele oder manchmal steht in Artikeln, das Klischee gilt nicht mehr, aber das galt eigentlich noch nie. Okay. Aber erst recht heute nicht. Wir haben heute eine Situation, 6 von 10 Deutschen spielen, und zwar Alte wie Junge, Frauen wie Männer. Wir haben zum Beispiel 48% Frauen, 52% Männer, ist also total ausgeglichen. Und das Durchschnittsalter, rat mal, wo das liegt, das Durchschnittsalter von Gamerinnen und Gamern? Gefühlt hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt 25 oder so, aber wahrscheinlich überrascht mich jetzt, oder? Ja, tatsächlich, genau, ich überrasche dich mit über 37. Das hängt damit zusammen, das kann man sich ganz gut erklären. Also erstmal werden Gamerinnen und Gamer auch älter. Das Medium ist jetzt schon ein paar Jahre am Start und diejenigen, die angefangen haben, irgendwann Zack McCracken zu spielen, die sind heute auch schon ein paar Jahre älter. Das eine Effekt und der andere Effekt ist aber noch stärker, dass ganz viele über den großen Erfolg von mobilen Spielen, also auf dem Smartphone, auf dem Tablet, dass da ganz viele dazugekommen sind, die älter sind, die sich letztlich einen aufwendigen PC zusammenbauen oder eine Konsole anschaffen, sondern die einfach auf dem Handy nebenbei spielen. Und das sind ganz viele, gerade ältere, und die am stärksten wachsende Zielgruppe ist seit Jahren, das sind die über 60-Jährigen, denkt man auch nicht. Aber das sind tatsächlich diejenigen, die am meisten dazukommen. Und die machen diese große Vielfalt in der Spielerschaft in Deutschland aus. Hat vielleicht auch Corona was dazu gebracht? Dann wurde, wir saßen alles zu Hause und das war für euch wahrscheinlich so ein richtiger Booster, ne? Ja, das ist tatsächlich auch ein Booster gewesen. 5% mehr Spielende in Deutschland in der Corona-Zeit. Und die haben nicht alle wieder aufgehört nach dem Lockdown, sondern die sind ihrem Hobby treu geblieben. Also ist tatsächlich nochmal 5% gewachsen, die Spielerschaft durch Corona. Und wenn man jetzt mal weltweit das Ganze anschaut, also diese Gaming-Branche, die hat ja in den letzten Jahren auch sich zu einem echten Schwergewicht in der sogenannten Unterhaltungsbranche entwickelt, zu der gehört ihr ja. Und ja. Mittlerweile, habe ich sogar gelesen, soll diese gesamte Gaming-Industrie bedeutender sein als die weltweite Filmindustrie. Ist das richtig? Nicht nur das, sondern in Deutschland haben wir 10 Milliarden Euro Umsatz und das nicht nur mehr als Film, sondern mehr als Film und Musik zusammengenommen. Also tatsächlich die relevanteste Entertainment-Branche weltweit. Und das unterschätzt man manchmal, wenn man da sich andere Industrien anguckt. Wir sind auch größer als Buchindustrie, die ja nur wirklich sehr etabliert ist in Deutschland. Also das kann sich echt sehen lassen. Wenn ich jetzt mal nochmal mir diese Umsätze, Erträge, also wovon lebt die Branche, anschauen, dann sage ich mal früher, also früher ist ja wirklich jetzt etliche Jahre her, aber ich sage es trotzdem, da bin ich ins Geschäft gegangen, habe mir ein Videospiel gekauft, vielleicht auch online bestellt. Das kam dann eventuell sogar noch auf dem Datenträger DVD oder ich habe es dann entsprechend in die Konsole gesteckt, fertig. Wenn ich dann was Neues haben wollte, dann gab es dann irgendwie die zweite Version oder ein Update, dann musste ich wieder ins Geschäft oder wieder bestellen.
und habe entsprechend das wiederum installiert. Und die Erträge kamen eigentlich ja ausschließlich über diesen einmaligen Verkaufszustand. Dann konnte ich das Spiel halt so lange nutzen, wie ich wollte. Und in den letzten Jahren, da hat sich das aber kräftig gewandelt. Es gibt jetzt immer mehr Abo-Modelle oder auch diese Ingame-Käufe. Ja. Also ich kann, was ich spiele, irgendwie ein Strategiespiel und kann mir dann neue Sachen dazu kaufen. Wie ist denn jetzt mittlerweile das Verhältnis also zwischen diesen einmaligen Erlösen und diesen Abos und wie erwartet ihr, wie sich das weiterentwickelt? Also tatsächlich sind die klassischen Käufe, ich kaufe mir ein Spiel und spiele das 8 Stunden und dann kaufe ich mir das nächste Spiel, das hat tatsächlich sehr stark abgenommen. Das gibt es eigentlich in der Form immer weniger, sondern diese Ingame-Käufe, die machen immer stärker den Umsatz aus. Und auch nicht so stark Abo-Modelle, sondern wirklich der klassische Ingame- oder In-App-Kauf. Das kann man sich auch ganz gut erklären, weil ich kriege auch gerade bei mobilen Spielen weniger als 1% aller Apps, die im App-Store sind, noch mit einem Preis, den ich vorher bezahle. Also über 99% sind einfach kostenfrei, Free-to-Play und dann zahle ich später, wenn mir das Spiel besonders gut gefällt. Und das ist eine Situation, genauso wie, dass die Leute immer weniger im Handel klassisch das Spiel kaufen, sondern immer mehr Download. Das sind so die Sachen, wo man schon seit Jahren merkt, ja, dass sich das weiterentwickelt hat. Übrigens ist das aber nicht das Einzige, was zu dem großen Umsatz von fast 10 Milliarden Euro beiträgt, sondern das sind natürlich auch, ist natürlich auch Hardware. Also da haben wir gerade in den letzten Jahren mit der neuen Konsolengeneration, der neuen Xbox und der neuen PlayStation zusammen mit der Nintendo Switch, die seit Jahren immer noch sehr gut läuft, wirklich einen Booster gesehen, wo sehr viel Umsätze passiert sind. Und ein Bereich, der sich sehr dynamisch und neu entwickelt, ist der Bereich der Services. Das heißt, sowas wie dann wirklich so ein Abo-Modell, ähnlich wie bei Netflix, wo ich zum Beispiel im Game Pass dann ganz viele Spiele für eine feste Summe im Monat bekomme oder sowas wie Cloud-Gaming-Angebote, das sind dann so neue Technologien und neue Nutzungsarten, die dann auch zu dem Umsatz mit beitragen. Ich hatte jetzt immer gedacht, bei diesen Hardware, dass das eher so ein Add-on ist. Also ich sage jetzt mal so, ne, ich kaufe einen Drucker und Hersteller verdienen ja eigentlich an den Patronen, hat mir immer ausgerechnet. So ein Liter Tintenpatrone kostet, glaube ich, 3.000 Euro vom Volumen her. Und da habe ich immer gedacht, so mit den Konsolen, die werden quasi so in Anführungsstrichen zum Selbstkostenpreis rausgegeben, aber im Endeffekt verdient man eigentlich nur an den Spielen. Also die Hersteller verdienen also auch an der Hardware, weil ich denke jetzt auch gerade so ein bisschen an hier Nvidia ist ja so, ja. Die meisten kennen das Unternehmen, ja, hört mittlerweile eigentlich hier mittlerweile durch die KI-Chips. Groß geworden sind sie ja eigentlich mit den PC-Chips. Da gab es ja immer so ein neues Spiel, neue Grafik. Ich muss noch eine stärkere Grafikkarte haben und damit haben die auch richtig viel Geld verdient und sind groß geworden. Also ist Hardware immer noch ein Thema? Ja, Hardware ist ein wichtiges Thema. Ich bezog mich auch nicht jetzt auf den Gewinn, den das Unternehmen macht. Das ist tatsächlich schon eine Mischung aus, ich muss eine Hardware-Basis erstmal schaffen, damit möglichst viele Spiele darauf spielen und ich dann auch über die Spiele Geld verdienen kann. Das heißt, die werden dann schon nicht so in den Markt gebracht, dass man schon mit der Hardware alleine total viel Geld verdient. Da hast du schon recht, aber der Umsatz wird natürlich trotzdem gemacht damit erstmal. Klar, bei der Games-Hardware zählt auch PC-Zubehör, Konsolen-Zubehör, das zählt alles mit rein und ist auch ein wichtiger Umsatzbringer. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass die Leute sich da gerne eingerichtet haben, hatten sie endlich mal Zeit, am PC rumzubauen, die neueste Grafikkarte, vielleicht auch noch den Gaming-Sessel dazu und noch Hinterleuchtung und so. Also da frönen einige ihrem Hobby und machen sich das dann richtig gemütlich. Und klar, weil wenn ich dann so ein schönes Spiel, wo in fremde Welten geht, spiele und ich habe so eine richtig schöne Atmosphäre zu Hause, so kinomäßig halt nur für Spiele, dann kann man sich das schon gut vorstellen, dass die Leute da auch ein bisschen Geld investieren, um sich das faszinierend zu bauen. Und Grafikkarten hast du gerade angesprochen, da sieht man auch wieder, man hat ja so den Begriff von einem First Mover, also diejenigen, die als erstes bereit sind, Neuerungen auszuprobieren. Und das sind ganz oft Gamerinnen und Gamer, weil die sagen, ich will hier das anspruchsvollste Spiel, was wirklich technologisch nochmal alles rauskitzelt, was ich machen kann. Und da brauche ich dann auch die entsprechende Grafikkarte dafür, wenn ich das wirklich gut hinkriegen will. Und darüber sind dann auch so Unternehmen wie Nvidia tatsächlich gewachsen über die Gamerschaft, wo sie dann wirklich die neuesten Chips und die neueste Technologie haben, die später auch andere Bereiche dann brauchen. Das sieht man auch wirtschaftlich, dass die 5 wertvollsten Unternehmen der Welt ganz, also Microsoft, Apple, Google, Amazon und Netflix, dass die tatsächlich ganz, ganz bewusst in den Gaming-Bereich investieren, gerade weil er auch technologisch so spannend ist. Und ja, da sind alle die
Gamerinnen und Gamer so ein bisschen die Vorreiter häufig, gemeinsam mit den Unternehmen der Games-Branche. Ja, das stimmt. Ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich mir auch einen PC zusammengebastelt mit Wasserkühlung, weiß ich noch. Das war echt aufwendig, aber hat Spaß gemacht. Aber gut, die Ja, Phase ist dann wieder weg. da gibt es auch eine schöne Cryotech gab es dann auch, Geschichte. ne? Gibt's eine, genau, Crytek hast du genannt gerade, ne? Ja, Crytek, aber ich glaube, da gab es einen Spielehersteller, beziehungsweise dann gab es ja, dann kam ja irgendwann Wasserstoffkühlung auf. Also dann wurde es schon sehr, sehr Ja, schräg, ne? Eva, jetzt hier zu hart in den Nerd-Talk abdriften, aber das finde ich eine ganz gute, das finde ich eine ganz gute Anekdote, weil wir leider in Deutschland ja, wenn man sich so diesen weltweiten Erfolg von Games anguckt, so ein bisschen unter ferner Liefen sind, weil wir einfach zwar super sind als Konsumstandort, also hier spielen die Leute ganz viel und wir sind Platz 1 in Europa, wenn es um den Umsatz geht und Platz 5 auf der Welt, also stehen wir gut da. Aber wenn es ums Produzieren geht und nicht nur konsumieren, da sind wir leider schlecht, weil wir nur klein, mittelständisch geprägt sind. Da wollen wir und müssen auch besser werden. Da reden wir viel mit der Politik, weil wir da einfach nicht konkurrenzfähig sind. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich sagen wollte, ist, da freue ich mich so über eine Anekdote, dass weltweit, als das Spiel Crysis rauskam, das ist so ein Actionspiel, was in Frankfurt gemacht wird, Ja, von einem Mitglied genau. von uns, nämlich Crytek, die waren technologisch so anspruchsvoll in dem, was sie da entwickelt haben, dass wirklich die Leute ins Geschäft gegangen sind und gesagt haben, ich will mir einen neuen PC kaufen. Und der Satz, der dann so ikonisch wurde, ist, Can it play Crysis? Also Okay. funktioniert das auch mit dem Spiel? Das war sozusagen die Messlatte, um die Fähigkeit von PCs einzuschätzen. Das war sozusagen das Beste, was ich kriegen konnte, ist, wenn es das Spiel spielen kann, wenn ich das Spiel damit spielen kann. Das finde ich eine ganz schöne Geschichte, weil es genau zeigt, dass es häufig die Gamer und Gamer sind, die auch technologischen Fortschritt in ganz vielen Bereichen, und Virtual Reality ist ein weiterer Bereich, und da können wir noch weitere dazu zählen. Das sind häufig die First Mover und diejenigen, die Technologie voranbringen. Jetzt hast du schon gesagt, wir sind starke Anwender. Jetzt, die meisten nutzen ja Videospiele in der Freizeit, in der Regel ja eher privat, so zum Zeitvertreib, um mal den Kopf auszuschalten und so weiter. Also, in Anführungsstrichen, sich mal in andere Welten zu begeben. Jetzt hat aber seit einigen Jahren dieser Bereich E-Sports ja richtig sich stark entwickelt. Und da gibt es ja mittlerweile auch richtige Gamer, die damit Geld verdienen. Also, das ist, soll es nicht eventuell, ich sag mir, olympische Sportart werden, oder zumindest es hat sich auch eben aus dieser Ecke rausgeholt. Und da gibt es jetzt mittlerweile große Conventions. Was ist jetzt aber, erklär es nur trotzdem, was ist genau E-Sports? Was versteht man darunter? Und welche Wachstumschancen ergeben sich da entsprechend ja vielleicht auch für eure Branche? Also E-Sport ist das kompetitive Spielen. Wenn ich also mit anderen zusammenspiele und nicht nur einfach aus Spaß, an der Freude und um Kontakt zu haben mit anderen, sondern das wirklich kompetitiv mache, also im Sportsinne trainiere, besser sein will und Rankings habe und so weiter. Das ist dann dieses kompetitive Spiel und das normiert E-Sport. Und das ist etwas, das gibt es so wie beim klassischen Sport auch in der Breite, dass ganz viele Leute das einfach ein bisschen spielen, so wie Fußball zusammen im Verein, aber jetzt schon kompetitiv, aber jetzt nicht auf dem Weltniveau. Und dann gibt es aber auch die Spitze derjenigen, die dann wirklich auf Top-Weltniveau in den großen Arenen spielen. Und das ist auch was, das hat sich nicht erst die letzten 5 Jahre entwickelt, aber es ist in die Aufmerksamkeit erst so richtig gekommen. Also das ist ein Phänomen, das gibt schon lange, lange Zeit, aber es war dann häufig irgendwo ausgetragen, wo es die Öffentlichkeit nicht so mitbekommen hat. Und seit es dann in den großen Arenen stattfindet, man plötzlich wirklich sieht, und das ist ein Augenöffner, kann ich nur empfehlen, da hinzugehen, mal in so einer Arena zu sehen, wie 20.000 Leute ihrem Team zujubeln, wenn die da im Spiel bestimmte Moves machen. Und wenn ich mich damit gar nicht auskenne, dann muss ich mir das erstmal erklären lassen. Aber zu merken, was da für eine Emotion drin ist, und das ist eigentlich wie beim Sport auch wirklich um Top-Spitzenleistung geht von Teams, das ist was sich immer weiter professionalisiert und was nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell total spannend ist und ein Bereich sein wird, der immer weitergehen wird, egal ob es jetzt in Olympia stattfindet oder nicht. Das braucht der E-Sport gar nicht. Der hat Millionen Fans weltweit und das wird auch so weitergehen. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch jetzt schon mal, okay, das klingt alles ganz toll, aber was hat das eigentlich mit dem Thema Geldanlage und vielleicht auch meinem Depot zu tun? Und darum soll es ja auch immer hier in meinem Podcast gehen. Ganz einfach, einige von den richtig großen Games-Produzenten, die wir hier haben, die sind ja auch an der Börse notiert. Nicht alle, weil du hast es vorhin schon gesagt, Felix, es gibt auch sehr viele kleinere. Aber von diesen potenziellen Erfolgen kann man als Anleger ja theoretisch zumindest profitieren. Jetzt haben wir im Vorfeld ganz klar gesprochen, wir machen hier keine Anlageberatung. Das soll nie der Fall sein. Aber kannst du uns trotzdem mal ein paar Unternehmen mal nennen? Du hast vorhin schon mal als ein oder andere erwähnt, aber vielleicht nochmal als Auflistung, die mit der Produktion, dem Vertrieb, Abos und so weiter Umsätze erzielen. Und das ist ja immer das Schwierige, auch an diesen Themen an der Börse gelistet sind. Hast du da mal so eine Übersicht für uns? Also ich glaube,
ist man im Internet, da ist das Internet noch schlauer als ich. Okay. Da kann man im Zweifel auch mal reingucken. Aber wie ich schon gesagt habe, die ganz großen, die größten Unternehmen, das sind ja im Moment die Digitalunternehmen, das sind die größten Unternehmen auf der Welt, die haben im Gaming einen ganz wichtigen Bereich. Und wenn wir zum Beispiel gucken, dass Microsoft die größte Akquisition aller Zeiten, die Microsoft gemacht hat, war für knapp 70 Milliarden Euro Activision. Und das ist ein Computerspieleunternehmen. Und da sieht man mal, wie strategisch wichtig der Games-Bereich gehalten wird. Da gibt es natürlich auch im chinesischen Bereich ganz große, so Tencent ist zum Beispiel ein Unternehmen, was extrem groß ist und auch weltweit wirklich eine hohe Bedeutung hat. Das sind die großen Schwergewichte, aber wir sehen auch, dass von den, ja, Mittel kann man gar nicht sagen, aber dass es auch andere Unternehmen gibt, die da auch an der Börse gehandelt werden. Leider in Deutschland nicht so richtig. Da haben wir, wie gesagt, zu kleine Unternehmen. Aber andere Unternehmen, die findet man schon an der Börse und da kann man auch natürlich mitmachen. Muss natürlich ein bisschen hingucken, weil wir haben eine hohe Dynamik im Games-Bereich. Das ist toll, weil wir üblicherweise verwöhnt sind durch zweistellige Zuwächse im Jahr, wenn es um die Branche geht. Also da wirklich ist echt viel passiert. Gibt aber dann auch ab und zu mal eine Delle. Also wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten zum Beispiel eine Delle gesehen, wo einfach durch so nachträgliche Corona-Effekte, Kaufpreiszurückhaltung, Investitionsmarkt durch zu hohe Zinsen ist zusammengebrochen und nicht mehr so einfach. Das sind dann Sachen, wo auch ein paar Unternehmen zugemacht haben, ein paar Studios verkaufen mussten oder Mitarbeiter entlassen haben. Das waren jetzt die letzten paar Monate, waren nicht leicht für die Branche, aber diese reinigenden Dellen, die gibt's halt auch natürlich bei uns in der Branche und danach geht es wieder aufwärts. Also könnte in den nächsten Monaten für Anleger wieder spannend sein. Du hast ja vorhin schon diese Innovationskraft der Branche herausgestellt. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema KI. Ist ja aller Munde, kein Artikel heute mehr, auch natürlich nicht im Finanzbereich, der ohne KI auskommen soll, ja in allen Industrien und Dienstleistungen Einzug erhalten. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Also ich hätte jetzt mal gesagt, KI-Systeme bei Computerspielen, hätte ich jetzt gesagt, waren jetzt angefangen vom einfachen Schachspiel bis hin zum höchstaufwendigen Ego-Shooter eigentlich schon immer dabei. Also ich habe ja als Spieler agiert und wenn ich nicht in irgendeiner Community war, dann hat ja im Endeffekt der Computer reagiert. Also der, ne, im Endeffekt, da ist jemand davongelaufen, ich musste hinterher oder man hat entsprechend irgendein Battle gehabt. Wie ist denn das? Eigentlich müsste KI euch doch quasi genetisch im Blut sein und hat das trotzdem vielleicht jetzt irgendwelche revolutionären Auswirkungen, diese neuen Konzepte für euch? Wir haben das tatsächlich im Blut und es war ganz lustig. Ein paar Mitglieder habe ich gesprochen in der Zeit, wo auch durch ChatGPT das KI-Thema nochmal so hoch gefloppt ist und in aller Munde war und dann einige Entwicklerinnen und Entwickler gesagt haben, sag mal, das, was da diskutiert wird, zum Beispiel auch in der KI-Strategie der Bundesregierung, das wussten wir schon vor 20 Jahren. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, das ist gut, aber vielleicht auch ist es unser Problem gewesen, dass wir zu wenig darüber erzählt haben, dass wir das schon wissen. Weil natürlich vor 20 Jahren, da konnte ich mich als Games-Entwicklerin oder Games-Entwickler noch nicht so sehen lassen. Das war damals ja noch stigmatisiert. Da hat man das Medium noch nicht das Potenzial gesehen und auch Vorurteile noch mit sich rumgetragen. Da haben die sich dann eher den Kopf eingezogen und nicht groß in der Familie oder im Freundeskreis rum erzählt, dass sie Computerspiele entwickeln. Das ist heute ganz anders, aber das ist auch ein Grund, warum, glaube ich, ein paar von den Erfindungen und Technologien noch nicht so in die Breite gekommen sind. Daran arbeiten wir gerade, dass auch andere davon profitieren können. Und das ist im KI-Bereich ganz genauso. Da werden nicht nur die Gegner KI, das muss übrigens gar nicht immer KI sein, kann auch einfach über maschinelles Lernen basieren oder manche KIs sind eben auch nicht schlaue KIs. Also da würde man dann NPCs, Non-Playable Character heißen die, also die Figuren, die man nicht spielt, sondern die im Spiel sind, sind auch ganz viele, die einfach hart programmiert sind und die jetzt nicht maschinell lernen. Aber es gibt eben auch die anderen und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, welche Größe Spiele haben, also gerade so Rollenspiele, die dann in ganzen offenen Welten passieren, wo ich überall rumlaufen kann, das sind ja riesige Landschaften und Städte, die da gebaut werden, die natürlich auch über prozedurales Lernen oder sogar dann mit Verbindung maschinelles Lernen KI generiert werden und ermöglichen, dass man noch größere Welten bauen kann, dass man Dialoge so gestalten kann, dass sie wirklich reagieren auf die Spielerinnen und Spieler. Aber da passiert eine ganze Menge. Bleiben wir jetzt mal beim Thema Neuerungen, eventuell auch Umbrüche, Stichwort Virtual Reality. Ist ja auch ein ganz großes Thema, was mal wieder aufkam, dann ist wieder ein bisschen in Versenkung verschwunden, also die sogenannte computergenerierte Wirklichkeit auf diesen VR-Brillen, die ich mir aufsetzen kann.
Das hat sich eigentlich bislang, wie gesagt, ich würde sagen, noch nicht so richtig durchgesetzt. Ich weiß, Profis nutzen es teilweise, um sich virtuell in so einen Maschinenraum zu versetzen oder Autobauer und so weiter. Aber so richtig tolle Anwendungen gibt's nicht. Jetzt gibt's die ersten Anbieter, diese Brillen und die passenden Games dazu allerdings anbieten. Und dass ich in dieses Spielgeschehen richtig eintauchen kann und nicht, ich sag mal, zweidimensional hier vor so einem PC-Bildschirm sitze. Was ist denn da deine Einschätzung? Wird das vielleicht ein richtiger Game-Changer für eure Branche oder ist das eher nur so eine Palettenerweiterung? Das ist zum Schluss eine Erweiterung. Es ist immer so, dass man kennt ja diese Hype-Kurve. Erst sind alle total gehypt und denken, das ist das Ding und es wird alles andere ablösen und dann geht es irgendwann wieder runter und da hat man das Gefühl, es ist weg und dann geht es langsam wieder hoch und stabilisiert sich auf dem Niveau. Das sehen wir eigentlich mit sehr vielen Neuerungen und Virtual Reality ist eine solche Geschichte. Als es ganz groß aufkam, hat man gedacht, okay, das werden die Leute nur noch in virtuellen Welten sein und sich gar nicht mehr die Hand schütteln. Und jetzt ist es langsam, nachdem es dann die Kurve runtergegangen ist, ist es immer etablierter in bestimmten Bereichen. Das bewegt sich auch gerade eine ganze Menge, einfach weil die neuen Virtual Reality Brillen von Meta, Sony, Apple, die bieten immer mehr Möglichkeiten und bringen es immer weiter. Wir haben im Moment eine Situation, wo 4 Millionen Menschen ungefähr in Deutschland schon eine Virtual Reality Brille haben und weitere 5 Millionen planen, die anzuschaffen. Das ist so der Bereich in der normalen Bevölkerung. Noch relevanter ist es allerdings im Business, also da das in Unternehmen selber Virtual Reality nutzen, also dass ein Siemens ihre Turbinen mit 3 Turbinentechnikern, wo einer in Südamerika, einer in Asien, einer in Europa sitzt, zusammengeschalten über Virtual Reality an dieser Virtual Reality Brille, über Virtual Reality an dieser Turbine bauen oder Fahrstuhltechniker, wenn sie nicht mehr weiter wissen, ihre Kollegen anrufen und mit Virtual Reality Brille dann im Fahrstuhl gezeigt kriegen, wo sie reparieren müssen. Ganz, ganz viele Azubis bei der Deutschen Bahn, die nicht mehr an dem stillgelegten ICE die Rollstuhlrampe lernen auszufahren, sondern in Virtual Reality das erstmal trainieren, weil man sich sparen kann, ganzen ICE stillzulegen. Also ganz viele Beispiele, die im Business längst passieren, was man außen nicht so mitbekommt. Deswegen, das wird ein ganz wichtiges Thema weiter bleiben und sich immer weiter etablieren. Dann kommen wir mal zur Abschlussfrage, auch mal den Blick nach vorne. Du hast schon gesagt, Feuerbrillen, passende Spiele und die Branche ist äußerst innovativ. Worauf können wir uns denn vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren auch noch freuen? Welche großen Titel, Neuerungen, Trends kommen denn da so auf uns zu? Ich glaube, dass der ganze Bereich Cloud Gaming weiterhin sehr spannend bleiben wird. Also da wirklich dann unabhängig, wie schlecht mein Endgerät ist, was ich habe, kann ich auch die anspruchsvollsten Spiele plötzlich darauf spielen. Das ist ein Bereich, der fällt mir ein. Dann haben wir natürlich immer mehr Spiele, die auf den Markt kommen, auch aus Deutschland, wo eigentlich ständig jede Woche was Neues finden kann. Ansonsten kann ich eigentlich nur empfehlen, weil es wirklich eine riesen Bandbreite ist, das Gaming-Universum, Millionen Spielende, so viel Umsatz, wie ich berichtet habe. Also das kann man gar nicht auf Einzelnes runterbrechen, kann ich nur empfehlen, auf einer Gamescom sich inspirieren zu lassen. Ende August, da haben wir ja wirklich, auch wenn ich schon gesagt habe, ansonsten sind wir nicht ganz so starker Produktionsstandort. Die Welt guckt dann, wenn es um neue Spiele geht, häufig in andere Länder. Aber eine Woche im Jahr, Ende August, da guckt die ganze Welt nach Deutschland und zwar nach Köln zur Gamescom. Das ist das größte Festival für Spiele weltweit und das veranstalten wir gemeinsam mit der Köln Messe, sind da sehr stolz drauf und ich kann dich nur herzlich einladen. Da kann man sich inspirieren lassen von der Games-Kultur und auch die neuesten Innovationen und Technologien sich anschauen. Das ist doch eine super Idee. Ja, dann Felix, dann fasse ich das Thema mal kurz zusammen. Also Games-Branche, leider ein bisschen unterm Radar, aber es wird auf jeden Fall deutlich besser. Sehr hohe, innovative Branche. KI kennt ihr quasi schon aus der Muttermilch, wenn ich das mal so sagen darf. Hardware und Software, beides sehr interessant. Nicht mehr der Kauf, sondern vor allem auch die Abo und diese In-App-Käufe, ein ganz starkes Thema. Es ist vielleicht kein Hauptinvestment fürs Depot, sondern man muss sich eben auf diese Schwankungen einstellen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Branche und man soll ja auch mal in das investieren, was man selber kennt und selber nutzt, also von daher auf jeden Fall mal einen Blick wert. Dann sage ich dir danke für den Austausch und die vielen Infos rund um das Thema Gaming. Sehr gern, danke Falco. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten Einblick in diese spannende Welt der Gaming-Branche geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de.
Und beachte an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.